In St. Corona war die Aufregung groß, denn Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte das Hotel Fernblick, das mit seinem außergewöhnlichen und facettenreichen Design alle Besucher restlos beeindruckte. Alles außergewöhnlich, so beschreibt sich das Hotel Fernblick in St. Corona im südlichen Niederösterreich. Und der Name ist Programm. Ein einzigartiger Ausblick auf Schneeberg und Rax machen das ganz besondere Ambiente aus. Und wenn Andreas Wesseli und Michael Niederer etwas machen, dann wird es außergewöhnlich und das beweisen sie auch. Aber ursprünglich hatten die beiden eigentlich vor, hier zu heiraten. Schon zweimal wollten, beim dritten Mal werden, weil wir gesucht haben in der Hotspot-Location und dann den Fernblick auf Vilhaben gefunden haben. Und gesagt haben, hier machen wir einfach die entspannte, unkonventionelle Hotspot-Location. Und umgebaut haben dann 2 Jahre lang und dann kam leider Corona dazwischen. Aber wir werden nächsten Juni, Juli hier heiraten. Ja, ja, aber wir haben hauptsächlich, wir haben ja, unser erstes Projekt ist die Villa Antoinette gewesen. Und die wir über alles lieben. Und daraufhin haben wir gesagt, wir brauchen ein neues Projekt. Und in Kombination mit unserer Hochzeit haben wir den Fernblick gefunden. Ja, und ich als Tiroler, Andi als Salzburger, haben uns natürlich in den Blick verliebt und auch in die Linde. Und freuen uns, dass das jetzt fertig ist und hoffentlich haben wir Covid überwunden. Und wir haben dieses Jahr 31 Hochzeiten und hoffentlich geht es so weiter. Ja. Und nächstes Jahr mit unserer eigenen. Das ganz besondere Hotel lockt mit seiner schrillen, aber geschmackvollen Art ein paar ganz besondere Gäste aus Niederösterreich ins Berghotel. Und die erfreuen sich an den Besonderheiten. Na, die 60er Jahre sind einfach einzigartig. Und welch ein Hotel hat den 60er-Stil zur Gänze? Das gibt es nur hier am Fernblick. Das heißt, diese 60er Jahre, dieser Stil ist der USP von diesem Hotel. Es gibt viele Hotels, aber das ist ein ganz, ganz besonderes. Aber ich habe unserer Landeshauptfrau gesagt, das musst du sehen, das ist einzigartig. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt und es ist noch viel spannender, wenn man weiß, wie es hier vorher ausgesehen hat. Darum bin ich als Tourismuslandesrat heute natürlich überglücklich, dass es dieses Projekt hier gibt, dass es diese tollen Gastgeber hier gibt. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich freue mich auf viele weitere Projekte, die die beiden noch verwirklichen bei uns in Niederösterreich. Ich kenne es in der Endbauphase, sage ich jetzt mal, wie es noch ausgesehen hat. Und für mich ist jetzt wirklich das erste Mal gewesen in der fertigen Inbetriebstruktur und das ist wirklich eine tolle Sache geworden. Also es führt kein Weg daran vorbei und es ist ja perfekt für Hochzeiten, perfekt für Events mit einem großartigen Blick hier in das voralpine Niederösterreich und das muss man sagen, ist schon wirklich großartig. Mich holt die Vergangenheit ein, die Jugend holt mich ein. Es ist einfach toll. Es ist atmosphärisch unschlagbar und ich kann nur gratulieren. Mein Stiefsohn ist der Besitzer dieses Hotels und ich wusste nicht, wo ich sonst noch hingehe. Ich habe überlegt, gibt es noch etwas zu toppen in Niederösterreich? Bin draufgekommen und es gibt nichts zu toppen. Das ist das beste Partyhotel, das ich kenne und ich bin ja schon lange auf der Welt und habe viel erlebt. Und ich muss sagen, es gibt nichts Besseres. Es gibt hier auch wirklich ganz besondere, verschiedene Highlights. Was ist denn Ihr persönliches Highlight? Was gefällt Ihnen hier am allerbesten? Ja, das ganze Ambiente mit dem Blick auf Schneeberg und Kirchberg, das ist so schön. Und natürlich auch das Ganze, es wird auch hier großartiges Entertainment gemacht vom Feinsten. Also da ist alles, da ist für alles gesorgt. Das ist wirklich das Beste. Also ich finde die gesamte Außenanlage im Zusammenhang mit den Partyräumen und also eigentlich das Gesamtkonzept, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte nicht eins rauspicken, es ist wirklich ein gelungenes Gesamtkunstwerk geworden. Die Disco und die alte Musik, weil das erinnert mich wirklich an die Vergangenheit, an viele schöne Erlebnisse. Und was gibt es Schöneres? Schwanensessel. Oder entweder am besten oder gar nicht. Er polarisiert. Für die Lindenlaube natürlich auch, für die Brautpaare, weil wir natürlich die Chance haben, dadurch bei Schlechtwetter wie auch bei gutem Wetter sind wir mit schönem Festsaal und Lindenlaube immer richtig unterwegs. Ein guter Ausblick, eine ruhige Umgebung und das bergige Südniederösterreich verbunden mit jeder Menge Luxus machen das Hotel zu einer einzigartigen Location zum Heiraten oder einfach nur, um den Urlaub zu genießen.